Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen investigativen Make-up-Journalismus-Video mit mir. Hallo, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ich habe in den letzten 2 Jahren sehr viel Make-up getestet. Unter anderem natürlich auch diverse Primer von verschiedenen Marken aus verschiedenen Preiskategorien. Und ich habe mir immer die Frage gestellt und auch recht häufig kommuniziert, gibt es Primer, die wirklich etwas tun, oder ist das meistens nur ja, so ein bisschen PR? Ich unterscheide ganz klar zwischen so Pore Blurring Primer, die wirklich optisch die Poren verkleinern, und so ein bisschen mit Primern, die so irgendwie alles können sollen und wundervoll aussehen sollen. Und deswegen werden wir in diesem Video einen Live-Test machen. Wir werden herausfinden, wie gut ist ein Primer wirklich. Und ich habe hier den neuen Nabla Angel Aura Radiant Plumping Serum Primer. Cosmetic Verlass hat ihn mir kostenlos zur Verfügung gestellt, um den zu testen. Und wir werden heute herausfinden, wie gut ist der Primer, was kann der Primer und macht der wirklich etwas für mein Make-up. Ich hoffe, ihr habt darauf Lust, ein bisschen mehr in die, ja, wir probieren Sachen aus, wir gucken, wie funktionieren Sachen, ist das alles Quatsch, ist das vielleicht doch wirklich was ganz Besonderes? Und als ich gehört habe, was der Primer können soll, war ich schock. Bevor es losgeht, ich freue mich, dass ihr heute hier mit dabei seid. Dieses Video entsteht in Zusammenarbeit mit Cosmetic for Less, indem sie mir das Produkt zur Verfügung gestellt haben. Ich kriege kein Geld für das Video und ich habe auch kein Geld dafür bekommen von Nabla, dass ich dieses Video drehe. Ganz wichtig aber, Cosmetic for Less hat mir was geschickt, was ich euch gerne mit auf den Weg geben möchte. Und zwar gibt es zum Launch des Primers, schenken Cosmetic for Less und Nabla allen Kundinnen und Kunden, die über 59 Euro Nabla-Produkte kaufen, ein Skin Glazing oder Skin Bronzing Produkt mit dazu. Das sind einmal diese Schätzchen hier. Ich liebe die, wirklich fantastische Produkte. Wollte ich euch nur mitgeben, falls ihr euch für das Nabla-Produkt jetzt hier interessiert oder generell Nabla-Produkte. Und ich würde vorschlagen, wir starten. Ihr seht es, ich habe noch nichts im Gesicht außer eine Feuchtigkeitscreme. Und da habe ich heute auch wirklich nur die Aqua Intense Creme von Asam benutzt, weil da nichts anderes drin ist außer Feuchtigkeit. Die Haut sieht okay aus. Ich bin ein bisschen fertig, ein bisschen durch den Wind, aber wir werden das Ganze testen. Aber ich will euch einmal kurz vorlesen, was der Primer kann. Angel Aura ist ein Primer-Serum für das Gesicht, das ein strahlendes Finish verleiht und für ein aufgepolstertes und geliftetes Ergebnis sorgt. Es bereitet die Haut auf das Auftragen des Make-ups vor und sorgt dafür, dass die Grundierung länger hält. Angel Aura macht das Gesicht zu einer kompakten, glatten Leinwand. Dank seiner funktionellen Inhaltsstoffe wirkt es sowohl auf den Hautton als auch auf die Textur und bietet Soforteffekt, der auch über längere Zeit anhält. Also der Primer soll so eine Mischung aus Make-up und Skincare sein, finde ich bei Primern sogar ganz sinnvoll. Bei Concealern, weiß ich nicht, da sind zu viele Schichten darunter. Natürliche Pflege und Inhaltsstoffe, natürliche Biopolymere, Extrakte aus marinen und pflanzlichen Ursprungs mit sofortiger Glättung und straffender Wirkung. Nanopeptide 1, ein energiespendendes Peptid mit Antimüdigkeitseffekt, Hyaluronsäure, Damascena, Rosenblütenextrakt, antioxidative Eigenschaften soll das haben und er soll die Haut einfach revitalisieren, zum Strahlen bringen, die Elastizität hervorsorgen. Das sind schon sehr viele Claims für einen Primer. Ich bin aber gespannt, wie er wirklich hält. Ich habe tatsächlich den Primer gestern schon genutzt und auch vorgestern schon, habe aber wirklich probiert, ganz unvoreingenommen daran zu gehen und habe ihn auch das erste Mal so komplett im gesamten Gesicht gesehen. Und ich blende euch die Sequenz einmal hier ein, dass ihr so ein Live-Reaction davon habt, wie ich das Produkt als allererstes fand. Ich habe das Make-up jetzt einmal komplett fertig gemacht und den Primer auf beiden Seiten benutzt. First Impression, das ist jetzt meine direkte erste Live-Reaktion darauf. Den anderen Teil, wo ich euch ein halbes Video oder ein halbes Gesicht schminke, habe ich noch nicht gedreht. Ich habe das zeitlich so ein bisschen versetzt. Ich wollte jetzt erstmal für mich schauen, wie gefällt mir das. First Impression, krass. Erstmal der Glow der Haut war unglaublich schön. Es war schon fast wie so ein trockenes Öl, aber ohne dieses ölige Gefühl. Ganz, ganz verrückt. Und auch das Make-up sieht, ihr seht es vor allem hier auf der Stirn, super luminous aus. Ich weiß nicht, woran es lag, wahrscheinlich an diesem leichten Glow, der hier mit drin ist, aber
I love it. Bis jetzt. Ich bin gespannt, wie das Make-up heute den ganzen Tag hält. Ich mache heute für mich schon mal so einen kleinen Langzeittest, werde euch auch schon mal so ein bisschen mitnehmen. Aber ich werde heute viel Maske tragen, viel Sonnenbrille tragen, viel draußen arbeiten und so einen Real-Life-Test, glaube ich, machen. Und dann sieht es natürlich am Ende einfach ein bisschen anders aus auf beiden Seiten. Und dann machen wir das Ganze nochmal mit einer Seite im direkten Vergleich. Das Ganze hat wirklich wunderschön ausgesehen, vor allen Dingen auch ohne Make-up. Da ist nämlich so ein leichter Glow mit drin und wir tragen ihn jetzt einfach mal auf der einen Seite auf und wir werden heute den ganzen Tag, es ist jetzt 7:44 Uhr, schauen, wie verhält sich das Make-up auf der einen Seite im Vergleich zur anderen Seite. Wir werden dieselben Produkte benutzen, um wirklich einen Side-by-Side-Vergleich zu haben. Was ich nicht vergleichen kann natürlich, ist die Langzeitwirkung des Primers, aber Skincare in einem Primer, finde ich, macht schon mehr Sinn als Skincare in einem Puder oder in einem Augenbrauenstift. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen let's go. Der Primer kommt in einem Glasflakon, fühlt sich sehr, sehr hochwertig an. Hier sind insgesamt 30 Milliliter drin. Das ist eine Standardmenge für einen Primer. Und er ist selbstverständlich auch vegan und cruelty-free. Made in Italy. Ich pumpe mir einfach mal erstmal ein bisschen raus. Und ihr könnt sofort sehen, die Konsistenz ist ein bisschen, ja, gelartiger. Ich nehme keinen eigenen Geruch wahr. Das finde ich persönlich schon mal sehr gut. Man sieht aber sofort so einen leichten Reflex da drin. Der geht so ein bisschen in die rot-orangene Richtung und sorgt so ein bisschen dafür, dass das Licht anders gebrochen wird. Ich habe ihn gestern, wie gesagt, ja schon mal benutzt. Und ich trage ihn mir jetzt erstmal auch nur auf der einen Gesichtshälfte auf, um euch wirklich so einen Side-by-Side-Vergleich zu zeigen. Ich nehme noch ein bisschen. Ich habe es gestern schon in dem Teil erwähnt. Man merkt tatsächlich sofort, ich vergleiche es so ein bisschen wie so eine Hyaluronsäure, so ein Hyaluronsäure-Serum von der Konsistenz her. Der ist auch nicht klebrig, also nicht so wie der Milk Hydro Grip Primer, sondern er zieht extrem schnell ein. Deswegen baue ich mir jetzt auch noch mal ein bisschen was auf. Und die Haut im direkten Vergleich ist jetzt natürlich kurz noch gerötet, aber ihr könnt sofort so ein bisschen mehr Bewegung hier drauf sehen. Ich hole euch mal ein Stückchen heran. Ich glaube, so könnt ihr es ganz gut sehen. Ich drehe mal das Licht immer so ein Stückchen zur Seite. Ihr seht, dass die Haut hier tatsächlich sehr, sehr frisch aussieht, sehr, sehr glowy. Das liegt einmal daran natürlich, dass ich viel Feuchtigkeit drin habe, aber auch dieser zarte Glow. Und wenn ich mir jetzt meine Hand anschaue, dann nimmt man keine Glitzerpartikel mehr wahr. Das war am Anfang so ein bisschen meine Angst, dass ich gedacht habe, so ein glitzeriger Primer mache ich ja ganz gerne, wenn ich wirklich einen richtig glowy, glowy, glowy rote Teppich Primer haben möchte, der von unten so scheint. Das ist eher so ein Primer, wo ich sagen würde, wenn man eine schöne Haut hat und sagt, okay, man möchte vielleicht nicht unbedingt viel Foundation tragen, muss da tatsächlich auch keine Foundation drauf. Hier sieht das Ganze mit der Creme natürlich ein bisschen feuchtigkeitsversorgter aus, aber hier direkt auf der Stirn seht ihr, die Haut fühlt sich sehr, 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 sehr glatt an. Das fand ich als First Impression für so einen Primer gar nicht schlecht. Mir geht es aber, ihr kennt mich, nicht unbedingt um, wie ist die First Impression, sondern ich will wirklich wissen, macht es am Ende des Tages einen Unterschied? Und deswegen habe ich mir auch gedacht, wir machen mal wirklich dieses Video, weil ich finde, der Primer ist kein Drogerie-Primer für 2 €. Und umso wichtiger ist es für mich, dass wenn ich euch ein Produkt zeige und ihr euch dafür wahrscheinlich interessieren werdet, sagen, lohnt sich das oder ist das eher etwas, wo ihr sagt so, brauche ich nicht. Wir werden heute auch eine Foundation benutzen, die ich eigentlich immer benutze und weiß, wie sie funktioniert. Und dafür nehme ich die Dior Forever Skin Glow Foundation. Die ist auch schon so ein bisschen glowy, aber die kann man so auftragen, dass man nicht zu viel aufträgt. Ich nehme dafür einfach einen Foundation Brush, gehe ganz leicht rein und starte erstmal hier auf dieser Seite. Ich habe das auch so gestern schon getragen, dass ich ein ähnliches Ergebnis erzielen werde wie gestern, um vom ersten Eindruck zu sein. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, habt ihr Erfahrung gemacht, macht das wirklich einen Unterschied, Primer zu benutzen? Wie gesagt, na klar, so ein Pore Blurring Primer macht physikalisch schon einen Unterschied. Aber so bei so klassischen Primern, die so ein bisschen auf Wasserbasis sind, macht es einen Unterschied? Und es fühlt sich tatsächlich sehr, sehr leicht an. Also der Primer hat die Haut jetzt nicht beschwert. Wo ist denn mein Spiegelchen? Oh, krass. Okay. Also ich sehe tatsächlich sofort, dass die Haut sehr, sehr wet aussieht, sehr feucht. Ich hole euch gleich noch ein Stückchen näher ran, mache aber vorher einmal die andere Seite. Nehme auch extra einen anderen Pinsel. Na, ihr habt es gesehen, es sind zwei verschiedene. Und arbeite mir jetzt hier die Foundation einmal mit dem Foundation Brush ein.
Und ihr seid einmal super nah dran. Ich weiß nicht, ob es in der Kamera so rüberkommt. Aber tatsächlich sehe ich, dass die rechte Seite mit dem Primer sich die Foundation wesentlich besser einarbeiten lassen hat. Hier ist natürlich keine Grundlage für die Haut gewesen, mit der sich die Foundation mischen kann, sondern sie hat sich einfach auf meine Haut gesetzt. Hier habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass das Ganze ebenmäßiger aussieht und ein bisschen feuchter aussieht. Ich bin gespannt. Wie gesagt, First Impression ist jetzt erstmal nicht wichtig. Wir werden jetzt einmal im Schnelldurchlauf so ein bisschen mein Make-up machen. Ich benutze den Nabla Concealer. Das ist der Regeneration Concealer. Ich habe den leider in einer falschen Farbe, aber das ist ein fantastischer Concealer. Der ist auch super feuchtigkeitsspendend. Den blende ich mir einmal ein, werde das Ganze fixieren im Schnelldurchlauf und dann zeige ich euch das fertige Ergebnis. Und so sieht das Ganze einmal frisch mit Puder fixiert aus. Vom ersten Eindruck tatsächlich sehe ich jetzt keinen großen Unterschied. Es fühlt sich auf der rechten Seite ein bisschen leichter an tatsächlich, obwohl ich mehr Produkt drauf habe als auf der linken Seite. Aber overall das Ergebnis sehr, 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 sehr ebenmäßig. Also es hat sich super ebenmäßig verblenden lassen. Die Foundation, der Concealer, auch das Puder hat sich sehr, sehr gut aufbauen lassen und dann am Ende verblenden lassen. Deswegen würde ich sagen, wir starten jetzt einmal in den Side-by-Side-Vergleich. Ich werde das Ganze nicht setten heute und wir schauen mal, wie sich das Ganze in ein paar Stunden in meinem Gesicht verhält. Seht ihr einen Unterschied? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ich bilde mir ein, dass es hier weicher ist als hier. Selben Produkte. Freunde, bis gleich. Kleines Update mal von mir. Ich sehe aus, als hätte sich ein kleines Vögelchen auf meinem Kopf fertig gemacht. Aber ihr seht es im Hintergrund. Ich habe hier gerade echt eine Menge für den Umzug vorbereitet. Kommt mal ein Stückchen näher ran. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Aber ich finde, hier sieht es ein bisschen öliger aus. Hier flawless. So, und jetzt nochmal. Ich finde, die Seite sieht ein bisschen frischer aus, als hätte ich sie vielleicht gerade rauf gemacht. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, was ich sage. Ich habe hier einen kleinen Hund, der ein bisschen auf mich aufpasst oder ich auf ihn. Mal schauen. Es ist jetzt aber auch erst 12. Wir haben tatsächlich noch den ganzen Tag Zeit, Freunde. Der letzte Check-in für heute. Nochmal im direkten Tageslicht. Ihr seht hier einmal die Primer-Seite und hier die Nicht-Primer-Seite. Ich weiß nicht, ob es so durchkommt. Das sieht hier alles sehr frisch aus. Finde ich, hier ist es tatsächlich aber ein bisschen ölig geworden. Ich weiß nicht, ob ich heute noch ein Check-in mache. Wir haben jetzt mittlerweile 18 Uhr. Die Sonne geht hier bei mir im Haus gleich unter. Aber First Impression in der Sonne. Wow. I love it. It's crazy. Mittlerweile ist es 19.30 Uhr. Freunde, ich habe gegessen. Ich habe hunderte Microfiber Multitools verpackt. Ich habe wirklich heute eine Menge gemacht. Ich wollte euch aber etwas zeigen. Ich habe nämlich noch Pakete weggebracht und hatte dabei eine Sonnenbrille auf. Und ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Das ist die Primer-Seite. Hier versus hier. Da, wo die Sonnenbrille drauf saß. Das sind ja keine verschiedenen Bügel. Das Gewicht ist gleich verteilt. Aber ich sehe es. Auf der rechten Seite ist der Abdruck weniger stark als auf der linken Seite. Generell, overall, finde ich, sieht es hier ein bisschen ölig aus. Hier ist es immer noch butterweich. Auch auf der Stirn. Ich weiß nicht, ob ihr den Unterschied sehen könnt. Ölig versus so ein bisschen glowy. Schreibt mir jetzt unbedingt einmal in die Kommentare, ob ihr den Unterschied seht. Ich werde mich jetzt abschminken, gebe euch dann morgen auf jeden Fall ein Update, wie sich mein Make-up angefühlt hat, beziehungsweise wie sich meine Haut angefühlt hat. Und dann gibt es morgen meine Final Thoughts. Hi Friends, ein paar Tage sind mittlerweile vergangen. Heute ist tatsächlich auch schon Dienstag. Das heißt, ich habe den Primer jetzt über eine Woche jeden Tag benutzt. Und ich wollte alle Gedanken, die ich hatte, nochmal für euch zusammenfassen, um euch vielleicht die Entscheidung für den Kauf dieses Primers, falls ihr euch interessiert, so ein bisschen zu erleichtern. Zuallererst, I love it. Ich habe nach dem Abschminken abends immer gemerkt, dass meine Haut nicht so ausgetrocknet war. Ich benutze ja oft sehr, sehr, sehr viel Puder. Auch heute habe ich eine Menge Puder drauf. Und ich habe schon festgestellt, dass das alles, die Haut ist abends nicht so
nicht so gereizt, wie wenn ich den Primer nicht benutzt habe. Ich habe tatsächlich vorher recht selten Primer benutzt. Wenn, dann war es mein Riva Loves Me Primer. Aber der ist ja eher wie so eine Feuchtigkeitscreme. Was mir dadurch sehr, sehr gut gefallen hat, ihr habt es gesehen, dass sich das Abstempeln von der Sonnenbrille wirklich drastisch reduziert hat. Und ich kann mir nicht erklären, warum das so ist. Vielleicht, weil sich einfach die Foundation besser mit dem Primer und der Haut dann zusammen verbindet, als auf der Seite, wo ich ihn nicht benutzt habe. Was ich daran ebenfalls gerne mag, ist dieser leichte Glow, der durchkommt. Aber trotzdem ist das kein speckiger Glow. Also ich probiere es euch nochmal zu zeigen. Der ist ja, die Schimmerpartikel sind ja so fein, dass man sie einzeln nicht wahrnehmen kann. Und das kommt nach 2, 3 Stunden. Wenn sich die Foundation mit euren eigenen Ölen von der Haut so ein bisschen vermischt hat, sehr, sehr gleichmäßig durch und auch nur an den Stellen, wo es irgendwie Sinn macht. Also beispielsweise hier an den Wangen oder hier am Augenbrauenbogen oder so. Was ich sehr, sehr schön fand, ist, ich benutze ja sehr viele verschiedene Concealer und ihr habt bei dem einen Video gesehen, ich habe es beim Schneiden gesehen, dass sich der Concealer an der dicken Haut, die hier unten ist, und dem Augenring selber, da ist ja wesentlich dünner, nicht so getrennt hat. Also es hat sich alles sehr, sehr gut miteinander verbunden. Demnach kann ich sagen, dass mir der Primer extrem gut gefallen hat und ich ihn auch jetzt weiter benutzen werde. Der kostet natürlich ein paar Euros mehr, aber ich glaube, wenn ihr wirklich etwas wollt, was eure Haut gut annimmt und der das Make-up vor allem auch wirklich langanhaltend macht, ne? Das ist ja immer so, spendet es nur Feuchtigkeit, gibt es nur Glow oder macht er, dass das Make-up irgendwie länger hält. Das hat er bei mir zumindest alles getan und ich bin extrem zufrieden damit. Ich verlinke euch das Produkt einmal unten in der Infobox. Ich hatte es euch am Anfang des Videos erwähnt. Ab einem Kauf von 59 Euro von Nabla-Produkten bei Cosmetic for Less gibt es diese Skin-Glazing-Produkte eins mit dazu. Also schaut da unbedingt gerne vorbei. Vielen Dank an Cosmetic for Less für das Produkt. I love it und ich werde es weiter benutzen. Wir sehen uns ganz bald hier wieder, ihr Süßen. Bis zum nächsten Mal.